Ja, willkommen, mein Name ist Daniro Fee und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront 2, der ultimative Lückenfüller Part bis zum Multiplayer. Ja, ich habe 19 ungeöffnete Kisten und ich will auch mal langsam gucken, was in denen drin ist. Einige Sachen sind von der sogenannten Elite Trooper Deluxe Edition, welche, weiß ich nicht, 20 Euro mehr gekostet hat oder so, und die ich mir vorbestellt hatte. Deswegen habe ich so viele Dinger. Und ja, ich habe schon längst vergessen, was in den Dingern drin ist. Und deswegen gucke ich jetzt hier mal nach und nach nach, was hier überall drin ist. Ich würde sagen, die besten tun wir uns zum Schluss auch verwandeln. Deswegen tue ich erstmal die täglichen Sachen hier öffnen. Drei verschiedene Objekte, entweder Sternkarten, Crates oder Herstellungsteile. Machen wir das. Ja, wenn euch das nicht interessiert, dann kann ich das verstehen. Also ist jetzt nicht hier. Hier wird nichts passieren. Ich werde hier nicht nur irgendwie, weil nicht zocken oder so. Ich werde einfach nur Kisten öffnen. Sachen ausrüsten und das war es dann eigentlich. So, warte mal hier, taktischer Störsender. Also ich werde nur neue Karten bekommen, weil ich noch keinen einzigen bekommen habe. So, am Ende werden wir die doch alle ausrüsten. Aber hier darf man sich jetzt nicht drauf verlassen, dass hier irgendwas Spannendes passiert. Also könnt ihr auch nicht abschalten. Gut. Warte mal, da darf man Lichtschwertverteidigung. Plus 1. Ja, das Ding ist, die meisten Sachen kann ich natürlich nicht ausrüsten, weil ich. Also ich kann nicht alles ausrüsten. Weil ich brauche, glaube ich, irgendwie so 3 Slots für jeden Charakter, um alles ausrüsten zu können, ne? Oh ja. Man kann Sternkarten aufrüsten, so viel weiß ich. Wir sind halt bei Eliminierung. Aber das ist das Einzige, was man machen kann, ne? Also. Weil ich denke. Die kann man nicht auf verschiedenen Sachen irgendwie aufrüsten, ne? Also, ich sag mal beim nächsten Dingen. Da kann ich mir auch schon einige Helden zu kaufen. Von dem Geld, was ich bekommen habe. Auch von der Super Deluxe Edition. So. Zum Beispiel hier. Wenn ich das hier aufrüste, auf plus 4 oder so. Und dann 150 mehr Gesundheit habe, dann ist das, weiß ich, es gibt nicht verschiedene Variationen von diesen Karten, oder? Also weiß ich nicht. Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Und das Beste wäre, wenn ich irgendwie 2 Doppelte habe, damit ich das besser erklären kann. Okay, Bonusgesundheit schon wieder. So, die täglichen Dinger sind gleich weg. Also es scheint immer irgendwie eine Karte, Herstellungsteil und Crates zu sein, ne? Aber von den täglichen Kisten kann man jetzt nicht irgendwie was Geiles bekommen, ne? Entweder Sternkarten, Credits oder Herstellungsteile. Bis jetzt waren es immer Sternkarten, Credits und Herstellungsteile. Aber okay. Okay, da haben wir schon mal. Danke, dass du die Beta gespielt hast. Danke für die Vorbestellung. Dieser Kate. Darf mal im Mode spielen, dann ist Truppler im Mode. Wir machen mit dieser eine seltene Truppler Sternkarte und 3000 Credits. Ja, tun wir die doch mal öffnen, weil Beta. So, das hier sieht selten aus. Ich bin anhören. Blö. So, Credits, ja, ich. Angriff. Immer und Angriffstraining selten, die muss ich ja nur noch einmal hochleveln, ne? Diese Dinge zählt 3 für die Angriffsklasse. Frühbesteller, doof, immer die Bar. Angriffsstarterkiste, ich gehe voll überpowered in den Multiplayer rein und werde wahrscheinlich trotzdem aufs Maul bekommen. Was soll's? Zeig. Gemeinsam
Angriff steht für Dings, die Einheit. Ja, okay, boah. So, dir, ich habe zum Beispiel jetzt ein Duplikat, also kriege ich 200 Credits, ne? Was passiert denn, wenn ich jetzt eine Stufe 3 von diesen Dingen ab und ich bekomme jetzt die? Ist das auch dann noch ein Duplikat? Ich kann also von jeder Karte nur eine haben, ne? Das ist ehrlich gesagt genau das, was ich mir gehofft hätte, erhofft hätte. Also kannst du ihn nur einfach nur hochleveln. Das ist dann eigentlich relativ simpel. Ja, ich gucke mir die ganzen Dinger später gleich an. Bringt jetzt nicht hier nach jedem Öffnen mir die genau anzugucken. Die super seltenen Sachen sind wahrscheinlich sowieso in den anderen Dingern gleich. Ja, die Sachen habe ich natürlich absichtlich noch nicht irgendwie Arcade-mäßig und so ausgerüstet. Einfach nur, weil ich würde nicht überpowered irgendwie in Arcade reingehen und so. Deswegen. Aber ich will überpowered in den Multiplayer reingehen, weil ich krieg da auf die Fresse sonst. Frühbesteller, Meisterspezialist. Sturmangriff, bei Waffen mit einer Mod und eine epische Fähigkeit. Tun wir die Meisterspezialist. Frühbesteller. Lichtschwertmeisterschaft, Yoda. Episch. Ist das das seltenste? Das ist lila. Ich glaube, blau war. Ja. Lichtschwertmeisterschaft. Er schwingt sein Lichtschwert und verbraucht beim Angriff weniger Ausdauer. Relativ doof. Weiß von allen Sachen. So, deine bei Kylo Ren und Dingens rate mal gleich. Oh, schon wieder was Episches. Ich schreibe die Beschreibung, ja, ne? Ach, ich krieg direkt Waffen oder was? Ich krieg einige epischen Sachen, das macht mir die Wahl irgendwie einfacher, was ich ausrüsten soll. Weil dafür habe ich auch 20 Euro bezahlt, ne? Wenn ich ein bisschen überpowerter werde. Ich denke mal, das sind Mods für die Waffen, ne? Ich gerne. Verbesserte Granaten. Explosionsradius, ja. Vor allem, wenn ich noch unerfahren bin, tue ich sowieso nur Granaten um mich herum werfen. In der Hoffnung, dass ich jemanden damit töte. Naja, kommt mir genau recht sogar. Verbessertes Kampfkommando. Die auch dich selbst verbessert. Cool. Alles klar, war schon einige geile Sachen hier. Wenn hier so gut genug wäre, die Sachen zu nutzen. Besser der Kampfschild, ausgezeichnet. So, hier steht zum Beispiel plus 2. Beim Offiziergrad stand plus 1, plus 3. So. Kylo Ren, sag mal. Stand jetzt zwar gerade alles, was ich bekommen, aber mich überraschen lassen. Ah, Klamotten. Ob ich die Maske jemals abnehmen werde. Ach, für den sein Schiff ist dann, ne? Mein Sieg über das hier eine moderate Menge Gesundheit regeneriert. 1250. Stärkt Reichweite, ich werde doch nie den Helm von dem abnehmen. Irgendwie sieht er so heller aus. Da bin ich mir nur ein. Steuert einen größeren Wirkbereich. Sehr cool. Magnet hat einen größeren Wirkbereich. Auch sehr gut.
So, die beiden Sachen, die ich sogar bei dem benutze. So, jetzt noch für Ray. Hier die Ausbildung. Du bist doch gar nicht mehr drin. Ja, Ray und Chewbacca steht da. Ja, hier sieht sie auch hell aus. Okay, das ist Sternkartenslot 2 freigeschaltet. Cool. Ich krieg auch Level direkt, oder was? Gut, haben wir alle Sachen geöffnet. Jetzt können wir ein paar Sachen hier aus. Boah. Ich habe einige Sternkartenslots freigeschaltet. Okay, ich glaube von den Karten, ich glaube an den Karten, oder? Ich habe schon direkt 3. Oh, geil. Voll überpowered. Warte mal, Detonator, Linkfähigkeit. Ja, größerer Radius natürlich. Und das hier, was ist das? Alte in jedem Besieg neuen Gegner, Menge gesund. Geordnet sein, weiß ich nicht. Passiven Fähigkeiten oben. Thermaldetonator wegen den Radius natürlich. Und von Frontkämpfer, deren einzige cool eine Präzision Frontkämpfer. Eine größere Präzision und Reichweite hat. Ich glaube nicht, dass ich das haben will. So, was man mit den Waffen? Ich habe der Waffe freigeschaltet direkt. Ich muss, glaube ich, mit der einige Sachen erledigen, damit ich überhaupt neue freischalten kann, ne? Leichter Schock der Taufer mit Kringen. Ja, da muss ich Meilensteine abschließen. Ah, okay. Okay, gehen wir ein nach dem anderen durch. Ist immer noch was hier. Jetzt ist, wenn einmal noch gelbe Sachen sind. Aber hin kann ich nur 2 Dinger, ne? Ne, auch schon 3. Ist das normal? Jetzt eine geringe Menge an Punkten für jeden Treffer. Punkte, okay. Ich weiß aber nicht, wie mir das helfen soll. Zu überleben, aber. Kampfschild oder das Teil. Schauen wir mal, das Wachschild mit einer. Aufgrund der jetzt nicht. Kann sie nicht in Bewegung abgefeuert werden. Ich glaube, ich möchte sogar das hier haben, aber ich habe ja Kontaktgranaten, so. Was war das? Auch direkt Waffen. Mal ausrüsten. Ich nicht vergesse irgendwie, wenn ich erstmal spiele. Ist die Gesundheit geworden? Ne, ne, beginnt. Okay. Kürzere Ladezeit und größere Wirkradius, die auch dich verbessert. Also eine Charge-Fähigkeit, genau. Weil das geht aber. Weißt du, wenn ich das hier ausrüste? Ich aus jetzt wird verbesserte Kampfkommando abgelegt. Ah, okay. Ja, macht Sinn, ne? Truppschild, Blastergeschütz, ein tragbarer Energieschild, den
Träger vom Blaster und anderen Energiehornschütz. Finde ich ehrlich gesagt, ist irgendwie besser als Blastergeschütz. Je nach Situation halt, ne? Werde ich ja sehen, was für Situationen kommen werden im Multiplayer. Passive ausrüsten. Wenn du feuerst, scheinst du nicht auf Scannern und verursacht höheren Nahkampfschaden. Thermalfernglas ersetzt rechte Fähigkeit. Thermalfeld. Dass die Wärme sich nur feuchtig sogar durch die Wände orten kann. Das finde ich ist eine sehr doofe Fähigkeit. Also nehme ich lieber das hier. Der Schein über Zeit verursachen. Schockgranate. Das ist hier, nee. Die Gegner kurzzeitig verlangsamt. Und die Gesundheit ist hier unter mir. Versucht zusätzlich Schaden bei Helden und Schurken. Ja, nehmen wir das bitte. Nützt mir nichts, wenn ich einmal Minen und Granaten ab. Schon auf dem Multiplayer, auch wenn ich ihn heute nicht mehr spiele. Okay, warte mal, kann ich von jedem einzelnen, nee, ne, also ich kann jetzt nicht vom, weiß ich nicht, vom Imperium und Co. hier die Sachen einzeln irgendwie umstellen, oder? Ja, aber, oder? Nein, da habe ich nur einen. Ah, ich habe gar nichts. Der war keine Waffen, stimmt. Halt. Das sind die gleichen, ne? Oder? Ich glaube schon. So, Lufttruppler. Da habe ich irgendwas. Wir sinken hier eine geringe Menge Gesundheit. Her damit. Das ist beim jeden. Schade. Ich hätte gern gehabt, dass man irgendwie für jeden einzelnen, für jede Art von Soldat hier, das hätte umrendern können. Für jede Seite. Ich glaube, da wäre schon wieder ein bisschen zu viel verlangt, ne? Ich glaube, Fahrzeug habe ich gar nichts, ne? So, für einige Helden habe ich was. Wird die Ladezeit seiner anderen Fähigkeiten verkürzt, ja. Okay. Ja, bei denen kann ich nichts ausrüsten, ne? Ja, kann ich noch nicht ausrüsten, Dreck. So, ich habe 21.500 Ocken. Kann ich da auch noch in irgendwas reinballern? Kontrolle wird ausrüsten direkt. Ja, auch was? Vielleicht weniger Schaden durch Blaster. Also ich so gut wie alles. Okay, cool. Was hat er denn noch? Ach, er hat noch mehr. Starre hat einen größeren Wegbereich. Magnet hat einen größeren Wegbereich. Das sind schon krasse Sachen. Du sagst auch noch Schaden beim Gegner. Sehr gut. Schon sonst Schaden gemacht, also der einen an einen ranzieht, oder? Oder war Starre? Ich weiß es nicht. Jetzt sehen wir einem angezeigt werden eine längere Laufzeit. Da immer die seltenen. Warum sollte man nicht die seltensten Sachen ausrüsten, ne? Warte mal, aussehen.
Ja, so finde ich besser. So, Yoda. Wohl die dämliche Fähigkeit, aber was soll's? Ist jetzt gar nichts. Auch. Was hab ich da noch? So nichts mehr. Wird irgendwann angezeigt, ich weiß noch nicht was. Okay. Dann könnte ich mir noch irgendjemanden kaufen oder irgendwelche Leute. Dieser Inhalt derzeit, ach so, das finden. Das kann ich mir entweder einen teuren Helden oder zwei etwas kostspieligere Helden holen. Für was entscheide ich mich? Ich will ja schon fast Luke spielen. Werde ich auch freischalten. Ja. Du hast seine Lichtfähigkeiten. Ja. Und eiskalt freigeschaltet. Gut, habe ich für den irgendwas? Ja, für ihn konnte ich schon ausrüsten, okay. Okay, so wie dazu. 6500. 5000 kriege ich hier niemanden, ne? 10.000. Doch, hier. Einen. Kann ich mir freischalten. Ja, das mache ich auch. Na komm. Oben. So, aber mal hier. Pulskanone. Ich benutze Pulskanone nicht genau. Deswegen habe ich das nicht ausgerüstet. Gut. Aber das. Warum wird mir hier nur alles angezeigt? Keine Ahnung. So, haben wir dann aber abgeschlossen erstmal. Also im nächsten Part werden wir dann offiziell mal in den Multiplayer reinschauen und voll auf die Nase kriegen. Aber wenigstens sind wir jetzt ein bisschen vorbereitet dafür. Und ja, weil nicht, falls euch aus irgendeinem Grund dieser Part gefallen hat, dann könnt ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich allseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.